Besonders gereizt hat mich eigentlich vor allem die Herausforderung und die Möglichkeit von diesem Projekt. Oder in Südamerika, in Bolivien, im Rahmen, im gegebenen Rahmen mit Leuten zusammenzuarbeiten und Geschichten zu erzählen und zu suchen. Zum einen geht es darum, dort mit Infanten über Comundo quasi Leute zu unterstützen bei eigenen Projekten. Primär Comic, wie sie Geschichten erzählen können. Und zum anderen quasi dort aus auch ein Projekt fürs Fumetto und auch für mich rauszuholen. Es waren grundsätzlich zwei grobe Gruppen gewesen. Die eine Gruppe sind Kinder, die in einer Montessori-Schule dort sind, die von Infanten betrieben wird, glaube ich, oder mindestens geleitet wird. Das waren drei Klassen gewesen, jeweils 10 bis 15 Kinder, zwischen 8 und 12 etwa von der Altersgruppe her. Und die zweite Gruppe, ebenfalls drei Klassen, ebenfalls 10 bis 15 Leute jeweils, sind eigentlich alles junge Frauen gewesen, eben wo in dem Programm, Programma Mujer heisst das, also quasi das Frauenschutzprogramm, und die sind eigentlich alle Opfer von sexueller Gewalt gewesen. Und die sind dort, ich glaube, in Frauenhäuser in diesem Programm integriert gewesen, quasi. Ja, ich meine, die eine Gruppe waren junge Frauen, die praktisch alle Opfer von sexueller Gewalt waren, häuslicher Gewalt. Die haben natürlich einen anderen Zugang gehabt als Kind, 8-, 10-Jährige, 12-Jährige, die es lieben zu zeichnen, oder? Und die dort total begeistert darauf abgehen. Aber eben letztlich ist es individuell. Es solo un ejercicio para ustedes en pensar que no necesariamente tenemos que dibujar una cara perfectamente, no el rostro. Hay otra manera. Also was mir definitiv aufgefallen ist, bei den Schülern ganz grundsätzlich, ist die Begeisterung und Bereitschaft, die rum war. Natürlich mit Ausnahmen, oder gewisse haben keine Lust gehabt. Das war schön. Und auch die Vielfalt. Und ich will nicht sagen, nein, Talent ist das falsche Wort, aber Energie, die rum ist, um etwas zu machen. Es hat gewisse gegeben, und das habe ich wahnsinnig schön und beeindruckend gefunden, die extrem begeistert waren. Also die sind in der Pause zu mir gekommen, auf dem Pausenhof. Schau, wir sind hier im Ecken am Comiczeichnen, um zu schauen. Das war sehr schön gewesen, zum Beispiel. Sie waren wirklich begeistert bei der Sache. Was mir an Cochabamba vor allem aufgefallen ist, als ich durch die Stadt gelaufen bin und in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, in Bolivien allgemein, sind Kontraste, die man in der Schweiz in dieser Form eigentlich nicht sieht. Also es ist wirklich Armut ist sehr nahbar und gleichzeitig auch wieder Luxus, oder? Und das ist sehr nahe beides. Und
Ja, ich habe es zum Beispiel mal erlebt, dass ich in einem Park gesessen bin und es hat zwei Leute gehabt, die haben diskutiert, ob sie mich jetzt ausrauben wollen oder nicht. Auf Spanisch. Und wenn ich da denke, dass ich sie vielleicht verstehen würde oder nicht. Und dann hat es andere Momente gegeben, wo ich tolle Bekanntschaften mit Leuten Kaffees gemacht habe und so weiter. Also es ist wieder die Kontrast und letztlich sehr lebendig, sehr menschlich. Erstens finde ich, dass die Comicförderung in der Schweiz immer noch deutlich besser sein könnte, als sie ist. Als erster Punkt, wenn man es mit anderen Förderungen vergleicht. Gleichzeitig ist das auch wiederum sehr aus einer privilegierten Position gesprochen, weil in Bolivien gibt es das nicht. Allgemein Kulturförderung ist, soweit ich es mitbekommen habe, nicht existent oder praktisch nicht existent. Wenn, dann ist das auf privater Basis oder auch Events und so weiter. Oder da ist vom Staat eigentlich nichts rum und auch kein Interesse rum. Also, so wie ich es sehen konnte, die meisten Leute haben andere Probleme. Für viele Leute geht es darum, wie können sie ihren Alltag und ihr Leben bestreiten. Und Comic, auch die Leute, die zum Beispiel Comic konsumieren, oder dann auch zum Beispiel an Manga-Festival oder das Cosplay-Festival, das ich jeden gesehen habe, gehen. Das sind primär junge Leute aus dem urbanen Bereich, die relativ gut gestellt sind, oder? Wo unsere Wirtschaft relativ stabile und im Verhältnis gute Position kommt. Y la forma al final no importa tanto. Porque acá solamente para mostrar yo lo hice que también no tiene que estar en esa forma muy rigida, ¿no? Se puede abrir en muchas opciones. Se puede hacer completamente sin cuadras, por ejemplo. ¿Okay? Puede ser super simple. Und mucho más complicado. Was nämlich von der Reise von dem Einsatz in Cochabamba mit, von dem Projekt. Dass es immer wieder für mich extrem wertvolles Gefühl ist, an einem Ort fremd zu sein. Und dort eigentlich ein bisschen meinen Weg müssen zu finden. Dort mit den Leuten in Berührung zu kommen, mit verschiedenen Leuten. Ich finde das immer extrem bereichernd. Und das konnte ich dort auch machen, auf jeden Fall.